Jo, hallo zusammen. Ja, das war wohl nichts mit der Sichtbarkeit der Sonnenfinsternis in unseren Breitengraden. Ja, also es wurde so viel darüber geschrieben und gesprochen in den alternativen Medienplattformen, so möchte ich es jetzt mal nennen. Ja, und ich hatte jetzt noch mal nachgeguckt. Das war auf jeden Fall nur in Mexiko, USA, Kanada sichtbar und in anderen Teilen ja Europa nur am Rand. Ja, in Portugal, Spanien, Irland und Großbritannien. Also hier hat man gar nichts gesehen. Ja, ich hatte jetzt auch mal mich hingesetzt mit meiner schicken Brille und habe mal geguckt, ob man da was sieht um 18:34 Uhr. Ja, bis 19 Uhr so in der Richtung habe ich mal beobachtet, ob da irgendwie was zu sehen ist. Aber wie gesagt, in unseren Breitengraden hat man hier nichts gesehen. Ja, ich bin trotzdem mal interessant, weil es gab ja so einige wie den Hubert Mörle, der hat ja auch darüber gesprochen und dass die da quasi, hat er auch über den CERN gesprochen, dass die da quasi ja, ihre Kiste anschmeißen, dass sie da irgendwelche Partikel da zum Negativen, um ein Tor zur Hölle zu öffnen, so ungefähr. Ich sag mal so, ich höre mir so eine Beiträge auch mal an. Und bin halt einfach gespannt, ob da irgendwas passiert oder was dran ist. Und ich sag mal so, es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, was wir nicht irgendwie deuten können oder wahrnehmen können oder wie auch immer. Und ja, letztendlich passiert trotzdem irgendwo, ja, was sagen wir es mal so. Ja, jedenfalls hatten die auch so eine Aktion vor, gemeinschaftlich da irgendwie sich zusammenzusetzen, um da, was ich, zu meditieren oder sowas in der Richtung. Ich verstehe immer nicht so richtig, was er sagt, weil ja, das ist für mich immer alles nicht so greifbar, sagen wir es mal so. Ja, um da viel positive Energie hinzuschicken. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, ob sich in der nächsten Zeit was ändert, ob das nur damit zu tun hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe schon so viel Informationen oder Sachen gehört und ja, das auch früher ja, hochgradige oder hochrangige Militärs dahin ausgebildet worden sind, ihre ja, Aktionen mit Mondphasen abzustimmen oder sonstiges dergleichen. Oder dass bestimmtes Holz, wenn das zu bestimmten Mondphasen geschnitten wird, sogenanntes Mondholz, dass das eben besser ist, länger haltbar ist und alles so eine Sachen. Deswegen. Ich sag mal, der Mond hat viel irgendwie Einfluss auf unsere Gezeiten, Ebbe und Flut. Und wie gesagt, wenn eben so eine Aktion denn ist, immer, dass sich der Mond denn zwischen der Sonne und der Erde befindet und da irgendwelche Dinge, dann ja, kann das sein, dass da mit irgendwelchen Energien irgendwas passiert, was man jetzt so nicht wahrnehmen kann, ja. Juti, ich wollte das einfach nur noch mal loswerden, weil ich hatte ja gestern so ein kleines witziges Video gemacht und ich habe ja auch am Ende gesagt, ja, wahrscheinlich werden wir gar nichts mitkriegen und letztendlich sitzen wir dann wieder da und es passiert nichts, ja. Juti, ich wünsche euch was, schönen Abend oder wie auch immer, wann ihr das Video gerade guckt. Bis denne, rinjehauen.